lange für die CDU-CSU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Kühn, wir sind uns sehr sicher und sehr guten Mutes, dass das Vertragsverletzungsverfahren der EU mit diesem Gesetz, in dem wir unsere Rechtsprechung zur Umweltverträglichkeit kodifizieren, auch erledigt sein wird. Und auch, liebe Kollegin Leidig, Ihnen muss ich zumindest mit einem Satz antworten. Wenn Sie meinen, allein die Interessen der Bürgerinnen und Bürger der Regionen um die Flughäfen zu vertreten, dann erlaube ich mir doch darauf hinzuweisen, dass wir das in den Reihen der Union durch unsere mit Mehrheit gewählten Direktabgeordneten tun. Ja, das muss man ja durchaus auch mal sagen dürfen, dass man diesen Alleinvertretungsanspruch, wie Sie ihn vorhin gerade geltend gemacht haben, über den kann man sehr wohl streiten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, heute ist zunächst ein sehr guter Tag für die Sicherheit im Luftverkehr. Und auch das, lieber Kollege Krischer, Sie gehen immer von Selbstverständlichkeiten aus. Sie gehen immer von Selbstverständlichkeiten aus. Sie sollten also durchaus würdigen, was wir hier, die Regierung mit dem Bundesminister, das Parlament mit dem Ausschuss und auch mit Hilfe und Unterstützung einer wirklich guten Taskforce vorgelegt haben. Und ich kann mich selten an einen Prozess, an ein Gesetzgebungsverfahren erinnern, in dem wir so intensiv und ich sage auch mal so sehr im Detail über einzelne Dinge diskutiert, uns Gedanken gemacht haben und dann, das zeigt ja auch die Anzahl der Änderungen und Änderungsanträge, auch immer wieder nachgesteuert haben, wo wir als Parlament das Gefühl hatten, da könnte man noch ein bisschen mehr machen, da könnte man noch ein bisschen nachsteuern, dass man zum einen den reibungslosen Ablauf natürlich all dieser ganzen komplexen Systeme gewährleistet und trotzdem alles unter der ganz großen Maßstab und unter der Priorität Sicherheit steht. Und dafür, liebe Kolleginnen und Kollegen, all den Angesprochenen ein herzliches Dankeschön. Eine der wichtigsten Botschaften sind sehr wohl die Hubschrauberlandeplätze. Denn die Aufregung an den Krankenhäusern, vor Ort, in den Wahlkreisen, bei den Krankenhäusern, die Dachlandeplätze hatten, und die alle bisher angeflogen worden sind, war natürlich sehr groß. Und so ein gewisses Entsetzen im Gesicht, warum dort, wo man seit Jahren und Jahrzehnten gelandet ist mit einem Rettungshubschrauber, das plötzlich aufgrund einer EU-Regelung nicht mehr möglich sein sollte. Deshalb haben wir Sorge dafür getragen, dass diese Rettungsketten, dass dieses funktionierende Rettungswesen mit Luftrettung aufrechterhalten bleibt, ja, gesichert bleibt, und zwar gesichert sowohl für die Krankenhäuser, für die Patienten, aber auch für die Piloten, damit nicht der entscheiden muss, der das Medizinische ja am wenigsten entscheiden kann, ob er jetzt hier landen darf oder nicht landen darf. Und das ist heute ein ganz großer Schritt und ein ganz großer Teil dieses Gesetzes, das wir verabschieden. Und Gleiches, und das war uns auch als Parlament besonders wichtig, auch wenn die Anzahl übersichtlich ist, gilt für die Dachlandeplätze. Auch dort an den Krankenhäusern ist man seit Jahren, Jahrzehnten mit dem Hubschrauber hingekommen. Und auch da bleibt die Einzelfallgenehmigung möglich. Wir denken, das ist dem LBA sehr wohl zumutbar, dieses zu überprüfen. Und wir werden, davon bin ich überzeugt, Lösungen finden, dass auch diese Krankenhäuser weiter im Sinne der Patienten, im Sinne der Menschen angeflogen werden können. Und das zeigt, wie wichtig uns Luftrettung, Luftsicherheit ist. Wir haben aber, und über den Teil wurde auch schon mehrfach gesprochen, eines heute auch geregelt. Wir haben geregelt, was eigentlich für jeden irgendwo selbstverständlich ist, der Auto fährt. Wir diskutieren beim Radfahren darüber, aber bisher nicht beim Luftverkehr. Dass der,
der alkoholisiert ist, der Drogen genommen hat oder aus welchen Gründen auch immer Medikamente nimmt oder nehmen muss, unter solchen Umständen eben ein Luftfahrzeug nicht führen darf. Wir haben das, was in anderen Ländern bereits gängige, bewährte, erfolgreiche Praxis ist, kodifiziert. Und auch da haben wir als Parlament sehr genau hingeschaut, wie denn diese Kontrolle dann stattfinden soll. Das ist zum einen in unseren Augen absolut richtig, dass das hier über die Unternehmen gemacht wird, dass auch die Unternehmen mit Tarifverträgen, Betriebsvereinbarungen genau diese Dinge machen können, um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die vor solchen persönlichen Problemstellungen betroffen sind, geholfen werden kann. Auf der anderen Seite ist ein solches System immer nur dann schlüssig, wenn es auch einer Gesamtkontrolle unterliegt. Diese Gesamtkontrolle und diese stichprobenartige Kontrolle wird durch das Luftfahrtbundesamt durchgeführt werden. Und wir glauben, dass genau dieses Zusammenspiel für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der einen Seite, das Luftfahrtbundesamt auf der anderen Seite, genau so im Konzept schlüssig sind, dass wir diesen großen Schritt in der Verkehrssicherheit, in der Luftverkehrssicherheit heute mit diesem Gesetz erreichen werden. Die flugmedizinische Datenbank. Ja, richtig. Ja, wichtig. Wir wissen alle, dass wir absolute Sicherheit nicht schaffen können, und dass es die im Leben nicht gibt und wir leider immer wieder solchen traurigen Ereignissen ausgesetzt sein können, wie wir es mit dem schrecklichen Absturz erleben mussten. Aber ohne reflexartig zu handeln, überlegt zu handeln, und das hat der Kollege Rimkus vorhin auch, glaube ich, sehr beeindruckend gesagt, haben wir doch oder versuchen wir doch mit dieser Regelung ein Stück mehr Sicherheit in diese Kette Luftverkehr zu bringen, ein Stück mehr Sicherheit, die wir auch den Menschen geben, wenn sie in das Flugzeug steigen, dass wir wissen, wir haben, so gut wir denken und so gut wir es uns vorstellen können, alles getan, um auch hier die Möglichkeiten der flugmedizinischen Untersuchungen deutlich zu optimieren, um ein Ärztehopping oder einen Tauglichkeitstourismus auszuschließen. Ich will diese Worte, oder ich gebrauche sie ungern, weil sie sehr negativ sind und etwas unterstellen, was ich dem eigentlich niemand unterstellen möchte, aber tragische Ereignisse zeigen, dass so etwas doch vorkommt. Aber wir haben uns auch, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei dieser flugmedizinischen Datenbank intensive Gedanken gemacht. Zum einen um den Piloten, um den Arzt, um die Ausgestaltung, ja, aber auch um die Datensicherheit. Um diese Sicherheit, um dieses Vertrauensverhältnis, wie wir es höchstmöglich schützen können und trotzdem das Ziel, was wir erreichen wollen, zu erreichen. Und ich denke, dass die Lösung, die wir heute in das Gesetz aufgenommen haben, genau dem gerecht wird, angelehnt an dem, was wir aus der Seeschifffahrt kennen. All dies zusammen macht, und da komme ich zu meiner Überschrift, heute einen guten Tag für die Luftverkehrssicherheit. Ein gelungenes Gesamtwerk, in dem viele Rädchen aus Ministerium, aus Parlament, aus Sachverständigen vorbildlich ineinander gegriffen haben. Ein Gesetz, mit dem wir einen guten Schritt vorankommen und trotzdem weiterhin unseren Luftverkehr, ja, ich sage, noch ein Stück vertrauenswürdiger machen. Wir haben, glaube ich, die Balance gefunden, wie man sie bestmöglich versucht hat. Wir freuen uns, dass wir nach diesen Beratungen heute ein gutes Gesetz verabschieden. Heute nochmal ein guter Tag für die Luftverkehrssicherheit. Dankeschön. Und nun hält Uli Nissen das Wort für die SPD-Fraktion.